Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Jetzt zeige ich euch, wie ihr eine gute Beschäftigung für eure Kleintiere machen könnt. Für die Knabberrollen braucht ihr eine Schüssel mit Wasser, dann ein Mehl, ich nehme Buchweizenmehl, dann Trockenfutter bzw. getrocknete Blüten oder Kräuter, Klorollen und gegebenenfalls einen Pinsel. In die Schüssel mit Wasser gebt ihr das Mehl. Ich habe da eine Anleitung im Internet gefunden von 70 Gramm Mehl und 10 Teelöffel Wasser. Ich mache das nach Gefühl. Ihr müsst nur darauf schauen, dass genügend Mehl drin ist, weil wenn es zu flüssig ist, dann klebt er nicht richtig und das Futter bröselt dann von den Klorollen wieder runter und dann ja, hat man wieder nur Klorollen ohne irgendwas drauf. Ja, das Ganze gut umrühren und schauen, ob es eine zähe Masse wird. Und dann könnt ihr ein Backblech oder einen Rost herrichten mit Backpapier drüber. Ich habe etwas Vogelfutter mit Ringelblumenblüten vermischt. Natürlich könnt ihr auch das normale Trockenfutter nehmen, was sie sonst auch füttert. Aber ich nehme gern irgendwas, was sie sonst nicht bekommen. Als Anreiz. Dann die Rolle einpinseln mit dem Mehlkleister. Und einfach in der Futtermischung einrollen. Davon könnt ihr, je nachdem wie viele Tiere ihr habt, 1, 2, 10, 20 Rollen machen. Und dann bei 80 bis 100 Grad Umluft 30 Minuten lang ausbacken. So sehen meine aus. Ich habe sie bei 90 Grad Umluft gebacken, 30 Minuten. Wie man sieht, hat es meinen Testern geschmeckt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und dann sage ich mal Tschüss bis Montag.